Und zack! Guten Morgen! Alter, gerade aufgestanden. Direkt erstmal ab zum Yama und weiter testen, was so geht. Kaffee in den Kopf. Ah, und dann rausziehen die Brocken. Gestern war schon wild hier. Gestern Abend war schon wild. Beziehungsweise, ja, bis heute früh. Also, da ging schon einiges. Leider dann auch der König, der mich komplett fertig gemacht hat. So, zack, und wieder raus damit. Ja, also, hier an der Stelle teste ich jetzt gerade den, eigentlich einen zweiten Tag. Einen Tag hatte ich schon mal ein bisschen rumprobiert, bin dann aber weitergelaufen. Und gestern Abend dann, ja, länger probiert und es war sehr gut hier an der Stelle. Bis dann irgendwann nach der zweiten Stunde oder zum Ende der ersten Stunde zweimal die Könige reingerasselt sind. Einer mit 10 Kilo bzw. 11 Kilo, das war dann kein Problem auf einer 12 Kilo Schnur. Und der nächste, tja, Katastrophe, der ist dann, hier an der Stelle stehe ich ja, der ist dann erstmal hier knapp hinter. Da habe ich gedacht, jo, alles klar, dann rennen wir halt hier mal eben rum. Ging, 500 Meter Schnur drauf, kein Problem. Dann ist er aber auch hier noch weiter. Ach, jetzt sehe ich das erst. Diesen Schniepi hier, der Hang, ich stand halt hier und auf die Entfernung hat man immer gesehen, dass der irgendwo hier, aber es war wahrscheinlich diese Ecke. Weil das ist, ich habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, ey. Diese Ecke und dann irgendwann stand ich hier, er stand da und habe ich gedacht, komm, nach über einer Stunde Drill freigelassen, neu gestartet, Ohrschläge. Kein Bock mehr gehabt. Krass. Ja, aber das passiert halt, wenn man mit zu feinem Setup unterwegs ist, also zu dünnen Vorfach unterwegs ist und dann, ja, dann ballern die da auf einmal rein und ziehen einfach alleine schon, auch wenn die müde sind, der war fix und fertig, der hat nicht mehr viel gezubbelt. Ich habe den irgendwann auf Bremse 5 gehabt, da ging kaum noch was, aber ich habe ihn halt weder über das Land schubbern können, noch, dass ich den irgendwie gegen die Strömung hätte dann ziehen können. Maximale Bremse war schon eingestellt. Da ging leider nichts. Ja, und jetzt hier an der Stelle hat es sehr gut funktioniert mit dem Hashtag 3. Mit dem, gucken wir mal eben rein, hier ist er, Hornet Hashtag 3009. Das Dingen, genau, Viererhaken hatte ich drauf. Ich glaube, man könnte auch ein bisschen größer gehen. Wenn ich das gerade so sehe, vierer Haken für einen 12 Gramm Köder, da geht ein bisschen mehr. Aber es waren auch schon einige Dollys dabei und so Sachen, alles so im Bereich auch um die 5 Kilo. Jetzt gerade eben, muss ich sagen, bin ich schon fast ein bisschen überrascht, relativ wenig Frequenz. Lennox waren dabei. Lennox sind hier reingeschossen. Auch die. Also, Dollywaden. Natürlich auch ein paar Ketas, das war aber nicht weit. Ein paar Ketas, Lennox sind reingegangen hier. Also so im Allgemeinen an der Stelle geht gerade echt ganz gut was ab. Und es wurde auch schon aus der Com hier getestet. Die Lümmels standen hier auch schon rum und haben auch schon ein bisschen was rausgezogen. Also da ging auch schon einiges gestern Abend im Chat ab. War gar nicht so verkehrt. Ja, wie gesagt, hier von der Stelle, von der Position, hier dieser obere Bereich, mal werfe ich halt auch eher hier so hin oder eben, ja, hier quasi an die Spitze oder dann doch nochmal weiter hier in das Tiefe. Also diesen oberen Bereich, diese tiefe Stelle vom 3,5 Meter Loch hier, die ist das Ziel und die wird durchgezogen. Gestern Abend waren es dann mit einem 10 Kilo Keter, der war halt um die 50 oder 49 Silber oder sowas ungefähr, mit dem zusammen, der war ja nicht geplant sozusagen, aber in Gänze über 500 Silber für die Stunde, das war schon mal richtig gut, gerade auch mit den Dollys drin,
Ja, und jetzt hieß es halt gestern dann noch testen, welche Köder noch funktionieren. Ich hatte dann hier den Vibra in 13 Gramm probiert. Das war dann nicht mehr so gut. Und gestern Abend bin ich halt noch stehen geblieben, habe gedacht, komm, alles was so jetzt in diesem orangefarbenen Ton ist, teste ich noch. Aber ich merke auch hier schon, komme ich gerade ein bisschen an die Grenzen. Ich müsste ein bisschen weiter auswerfen. Heißt also, theoretisch muss ich gleich mal gucken, dass ich noch irgendwas Orangiges finde. Und da fällt mir auch schon gerade ein, Slimshot gibt es auch in Orange. 15 Gramm hätten wir hier. Da haben wir ihn. Dann nehmen wir den nochmal und leiern wir den mal durch. Zack, und der fliegt richtig schön weit raus. Sehr gut. Jetzt nochmal das Tempo finden. Guck mal, hier auf der 23 bei mir. Da kommt er so richtig schön ins Wiggeln. Leiern den also relativ langsam durch. Und dann lübt das bestimmt gleich. Hm. Oder eben nicht, ne? Vielleicht mögen die ja auch gerade nicht diese längliche Form, die Fische. Vielleicht stehen die ja gerade eher auf so ein bisschen ründlich. Kann natürlich auch sein. Bisschen verschiedene Führungsmethoden hatte ich auch durchprobiert. Also relativ langsam. Aber dann trotz allem auch noch mit Unterbrechung. Also durchgeleiert. Und dann mal ein bisschen Pause gemacht. Und dann wieder weiter. Hat auch funktioniert. Ja, und vom Wetter her war es, ich würde sagen, es war ein bisschen kühler. Zack. Und es war auch zwischendurch bewölkt. Also von daher war es nicht so wie heute hier optimal mit Sonnenschein. Sondern eher ein bisschen durchwachsen. Und dann gingen da die Brocken rein. Ja, 3 Kilo ist doch schon mal ganz gut. Vernünftiges Gewicht. Dann testen wir das hier nochmal jetzt mit dem. Schon mal ein ganz gutes Zeichen, wenn da was drauf reagiert. Zack, und läuft, genau. 3-4 Mal gekurbelt, kurze Pause machen. Bam. So soll das. Ja, das ist der Spot. Ich bin momentan sehr zufrieden. Wie gesagt, Lennox gehen rein. Ich hatte die meisten Erfolge dann auf dem 12 Gramm Hornet in Orange. Ansonsten, wie gesagt, alle oder verschiedenste andere Farben auch in Orange haben eben auch ganz gut funktioniert. Das einfach ein bisschen testen oder einfach gänzlich andere Farben mal testen. Ich sag mal, ein mittleres oder ein leichtes Königsrisiko herrscht schon. Ich würde hier, glaube ich, nicht so ganz leicht reingehen oder einfach ja, sich darauf einstellen mit ausreichend Schnur. Ich habe jetzt hier halt geflochtene Schnur drauf. 500 Meter Schnur habe ich hier tatsächlich drauf, die vom Weihnachtsmarkt noch. Und mit 15 Kilo. Und ja, damit bin ich jetzt gerade relativ safe. So, nun langt das aber mit den Ketas. Ein Keta noch für den Kaffeeauftrag mit 3x 1,8 Kilo und dann reicht es auch völlig. Dann können gerne die Dollys hier reinballern. Aber ansonsten, ich glaube vom Setup her ist das soweit alles klar, ne? Leichte Rute, 15 Kilo Vorfach, ist für mich gerade so ein bisschen auf Nummer sicher. Einfach nur, damit ich hier nicht nochmal, also mit 12 war mir das echt. Hatte ich gar keinen Bock drauf gestern, das war dann zu viel. Aber ansonsten haben wir es hier. Köder testen, Posi ist klar, da vorne hinwerfen ist glaube ich auch klar. Hier an die Spitze oder mal da vorne so hin. Oder auch mal ruhig hier so in dem Bereich. Und ja, dann durchleiern und gucken, was geht. So viel dazu würde ich sagen. Zieht euch raus die Brocken. Ich teste jetzt hier noch weiter. Wahrscheinlich kommt hier auch gleich nochmal ein bisschen was Großes rein. Ich bin ganz zufrieden hier gerade mit dem Spot. Läuft gut oder lief zumindest ganz gut. Gleich nochmal gucken. Es soll sogar noch ja, wieder ein bisschen regnerisch werden. Wahrscheinlich ist es hier, wenn es ein bisschen kühler wird, wieder interessant. 25 Grad ist auch gerade schon ein bisschen viel. Ja, dann mache ich gleich einen Break und dann werde ich hier gleich nochmal einsteigen am Yama. Also, rausziehen die Brocken, Daumen da lassen fürs Video, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder einem Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri,